Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Kai Fichtner, KF, und das ist die Luna. Die kennen ja hoffentlich alle. Und wir haben uns was Cooles überlegt, und zwar wollte ich einen Musiktag in die Welt rufen. Den gibt es, glaube ich, so noch nicht, wie wir den gemacht haben. Und zwar habe ich euch gefragt, was sind denn so Fragen an mich bezüglich meiner Lieblingsmusik, meinen Lieblingskonzerten und so weiter. Wir haben mir ganz schön viele Fragen gesammelt, 10 Stück sind es, glaube ich. Und die Luna wird mir die jetzt einfach mal vorlesen, ich werde die beantworten. Und ihr könnt es am Ende einfach mal nachmachen. Und wir schießen einfach los. Genau, ich bin der Interviewpartner und ich interviewe ihn jetzt mit euren Fragen. Also erstens, was war dein Lieblingskonzert? Also mein Lieblingskonzert, ich war auch gar nicht auf so vielen. Ich war auf jeden Fall mal bei dem Justin Bieber Konzert, das wäre natürlich krass. Justin Bieber, das war riesen Show. Geil, ne? Riesen Show. SDP war, glaube ich, das coolste. SDP ist so eine Band aus Berlin, die kennt man gar nicht so viel. Ich kenne die. Die sind krass, also live gehen die extrem ab. Die habe ich gefeiert. SDP in Köln war das. Das war mein Lieblingskonzert. Das war letztes Jahr irgendwo mit Tizon zusammen. Aber Miley Cyrus war auch ganz geil, oder? Stimmt, Miley Cyrus waren wir noch. Die war auch Hammer. Stimmt, Miley Cyrus war auch eine krasse Show. Die Show war genial. Aber das SDP-Feeling war irgendwie geil, weil du halt wirklich da voll so in der Menge, und es war einfach voll krass. Das war so wirklich das erste richtig krasse Konzert, wo ich so gedacht habe, boah, jetzt bin ich hier gerade voll als Fan am Start. So. Geil. Gut, dann zweitens, was war deine erste CD? Erste CD, die ich tatsächlich hatte, war von, wie hießen die damals, In the Shadows hieß die Single. The Rasmus, Alter. Ja, echt? The Rasmus in the Shadows. Wie krass. Das hat meine Schwester mir damals geschenkt, Alter. So, das ist ja heftig. So Rockkram, so richtig dark mit geschminkten Augen und so und Federn in den Haaren. Hätte ich niemals gedacht, dass du das gehört hast, mal. Ja, richtig krank. Da war ich, wie alt war ich, sechs Jahre alt oder so. The Rasmus war die erste CD. Meine war, glaube ich, Britney Spears. Drittens, Musikrichtung, die du nicht abkannst. Ja, auch so Metal-Kram. Also ich habe es damals anscheinend gehört, aber er wollte Metal und Metalcore und nur rumschreien und so. Was mit Schlager? Also Atemlos kann ich auch. Atemlos habe ich sogar gekauft von Helene Fischer. Krass. Aber ansonsten habe ich da auch natürlich nichts mit am Hut eigentlich. Als nächstes, Lieblingsmusikshow. Wenn ich jetzt eine gucken müsste, ich gucke das ehrlich gesagt fast gar nicht. Aber so The Voice of Germany würde ich mir vielleicht noch angucken. Schön, das kann man sich eigentlich. DSDS geht auch, finde ich, gar nicht klar. Nee, es ist ja komplett in so eine Trash-Richtung gegangen. Voll. Und Popstars. Ist tot. Popstars gibt es gar nicht mehr. Ja, The Voice of Germany. Was ist dein aktueller Ohrwurm? Ich höre ziemlich viel Shindy im Moment, aber ich habe gerade heute so einen übertriebenen Ohrwurm von einem Song, den Tobi gemacht hat. Das ist Tobis erster Haus-Single mit Jona zusammen. Das heißt Light It Up. Kommt am 7.11. Das ist geil. Das ist richtig so ein House-Track. Extrem cool. An welches Kinderlied kannst du dich erinnern? Rolf Zukowski. Genau, Rolf Zukowski bestimmt irgendwas. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Rolf Zukowski CD habe. Ich hatte oder sowas auch. Kassette, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich echt nicht mehr. Also, wie viele Songs hast du auf deinem Handy? Ich guck mal nach. Ich habe bei Musik gar nicht so viel, weil ich viel Musik über Deezer höre. Also über so eine App, wo man halt Musik hören kann. Da habe ich das nicht alles. Ich habe 66 Alben auf jeden Fall gekauft und Titel habe ich 436 Musiktitel habe ich gekauft in meinem Leben. Also irgendwie mit den ganzen Apps kauft man sich nicht mehr so wirklich Musik, ne? Ohne Scheiß. Also ich kaufe lieber das Abo. Also man kauft sich das Abo. Ich kaufe mir das Abo, mache das Abo und da höre ich halt eigentlich echt alles mit. Ja, geht mir auch so. Würde dein Leben ein Song sein, wie würde er heißen? Ja, die Frage habe ich mir auch rausgepickt. Ich könnte natürlich jetzt wieder unglaublich viel Werbung für mein Album machen. Ich habe mal ein Lied geschrieben, das hieß Rollercoaster Lifestyle. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil so ging es um diese ganzen Up und Downs. Ich nenne es jetzt einfach mal Rollercoaster Lifestyle. Das Leben ist eine Achterbahn. Ja, finde ich cool. Mit welchem Sänger würdest du gern tauschen? Vom Erfolg her gibt es da natürlich einige, wo man Justin halt Bieber. Justin Bieber und Drake und so. Aber ich glaube, da geht einem das Leben irgendwann auch ziemlich schnell auf den Sack. Ich glaube auch. Doch, so mit Drake oder so würde ich tauschen. Das ist ganz cool. Mhm. Was ist dir wichtiger, Melodie oder Text? Ja, es kommt auch an, es kommt auf den Song an, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Melodie. Ja, geht mir auch wichtiger, so. Weil die kann ich auch, ich habe eh keine Ahnung, was er da gerade singt. Ich feiere es einfach und singe dann irgendeinen Scheiß mit. Das kennt ihr vielleicht auch. Ja, wenn man Musik zur Unterhaltung einfach so hört, ne, dann muss es schon eine gute Melodie sein. Und wenn es dann natürlich im Einklang ist, beides zusammen, ist perfekt. Ja. Aber an sich würde ich das eigentlich auch so wie du beantworten. Aber ich stelle die Frage euch trotzdem mal. Also ihr könnt ihr mal auch in den Kommentaren bei Hashtag alles können, könnt ihr die mal beantworten, diese Frage. Was ist euch wichtiger, Musik oder Text bei einem Lied? Schreibt es mal bitte auf Twitter. Hashtag alles können dazu schreiben. Bei Vodafone gibt es einen Red-Tarif, wenn ihr Musik und Filme gerne auf dem Handy guckt oder mit dem Handy hört. Gibt es einen coolen Vertrag, checkt den mal ab, den habe ich euch unten verlinkt. Danke auch an Vodafone, die natürlich hier unterstützt haben ein bisschen.
bei diesem Video. Und ja, check das ab, beantworte bitte eine Frage aus diesem Tag, die ich mir jetzt auch hier beantwortet habe. Fragen stehen unter der Infobox. Genau. Ich hoffe mal, viele von euch machen das nach dem Musiktag. Und ja, checkt auf jeden Fall das Video bei Luna noch ab. Das kommt erst ein bisschen später. Genau. Aber es kommt. Geht also schon mal auf ihren Kanal, könnt ihr schon mal abonnieren. Genau. Peace. Macht's gut.